Eine Premiere gab es schon vor dem Start der 28. Kitzbüheler Alpenrallye. Die Initiative für sicheres Rallyfahren. Ein Fahrertraining für die Teilnehmer des Volkswagen-Teams. Erstmals war dieser Lehrgang verpflichtend. Wer künftig ein Fahrzeug aus der Werkssammlung für die Rallye übernimmt, erfährt die Besonderheiten seines Oldtimers aus dem Klassikerpool nicht erst während der Rallye. Wie reagiert der Klassiker beim Kurvenmanöver? Was passiert bei einer Vollbremsung? Klassikveranstaltungen, Klassikrallyes finden ja immer auf öffentlichen Straßen statt. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da auch mit dem Thema Sicherheit nicht hinterherhinken. Wir bei Volkswagen haben uns überlegt, dass wir unsere Teilnehmer, unsere Gäste, unsere VIPs, die mit unseren Fahrzeugen fahren, vorher einschulen. Denn wir haben sie hier mit Fahrzeugen zu tun, die ein gewisses Alter haben, die kein ABS, kein ASR, kein DSC, kein ESP haben. Und dann kommen die Leute da rein, kommen plötzlich Situationen, wo sie mal hart bremsen müssen, dann blockieren die Räder, weil es kein ABS gibt. Da werden wir künftig unsere Teilnehmer schulen. Ich halte das auch für sehr wichtig, dass wir künftig nicht nur im VW, sondern bei allen anderen Herstellern auf dieses Thema Sicherheit mehr eingehen, dass wir präventiv darauf eingehen, auch Schulungen machen, damit solche Rallyes noch lange, lange weiter laufen können und wir mit unseren Autos auf der Straße auch fahren können. Am Ende wird das neu gewonnene Wissen auch durch das Anbringen eines Aufklebers auf dem Fahrzeug des Rallye-Teilnehmers dokumentiert. Mit Sicherheit ein neues Stück Rallye-Geschichte.